Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing New Horizons Monatsüberblick Video, in dem ich euch wie immer am Anfang eines neuen Monats alle wichtigen Infos über den jeweiligen Monat in Animal Crossing mitgeben möchte. In diesem Video geht es um den Monat Oktober und natürlich ist unser Fokus in diesem Monat hauptsächlich auf dem neuen Halloween bzw. Herbst Update, zu dem ich auch noch das ein oder andere Video auf meinem Kanal hochladen werde. Neben dem neuen Update gibt es aber dennoch neue Fische sowie Insekten und Events, die ich euch nicht vorenthalten möchte und zu denen ich im Video auch noch was sagen werde. Vorab möchte ich noch eben auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Blumen und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem neue Schlummerinseln entdecken. Also, falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord in der Videobeschreibung. Zudem habe ich vor ein paar Tagen einen kleinen Animal Crossing Amazon Store eröffnet mit richtig nicem Stuff. Also, falls ihr noch auf der Suche nach Animal Crossing Plüschs, Kissen oder Amiibo Figuren seid, schaut gerne am Shop vorbei. Der Link ist ebenfalls in der Videobeschreibung. An Events gibt es in diesem Monat gleich zwei Stück, wovon eines sogar ein komplett neues Event ist. Zum einen haben wir am 10.10. seit langem mal wieder ein Angelturnier, welches tatsächlich auch das letzte für dieses Jahr sein wird. Also, falls ihr noch nicht alle Preise vom Angelturnier haben solltet, ist das für dieses Jahr eure letzte Chance. Und sollte es tatsächlich euer erstes Angelturnier sein und ihr noch ein wenig Hilfe benötigt, schaut gerne in die Infocard. Dort habe ich euch ein Video von mir verlinkt, in dem ich euch noch einige Tipps und Tricks für das Turnier mitgebe. Neben dem Angelturnier ist dann am Ende vom Monat, also am 31. das neue Halloween-Event mit Jacob. Dieses wird an dem Tag um 17 Uhr starten und läuft bis Mitternacht bzw. bis 0 Uhr. Wie genau das Event ablaufen wird, ist noch nicht wirklich bekannt, aber im Trailer konnte man schon erkennen, dass wir an dem Tag Süßigkeiten an unsere Bewohner verschenken können, die wir wiederum zum einen im Nuxladen kaufen können und zum anderen auch in dem Zeitraum bis zum Event, also bis zum 31. von unseren Bewohnern hin und wieder geschenkt bekommen können. Ich selbst freue mich mega auf das Event und bin echt gespannt, wie das Ganze am Ende gestaltet sein wird. An neuen Fischen gibt es in diesem Monat tatsächlich nicht so viele. Um genau zu sein, sind es gerade mal zwei Stück. Das wären zum einen am Fluss der Flussbarsch und am Meer die Klische. An Meerestieren wiederum gibt es in diesem Monat gleich drei neue. Das wären der Gießkannenschwamm, die Languste und die Wakame-Alge. Insekten wird es in diesem Monat auch nicht viele neue geben, was denke ich einfach mit der Jahreszeit zusammenhängt. Um ehrlich zu sein, wird es nur ein neues Insekt geben, nämlich den Marienkäfer. Dieser ist jedoch auch nur diesen Monat verfügbar und dann das nächste Mal erst wieder im März. Also, falls ihr diesen noch nicht haben solltet, habt ihr in diesem Monat nochmal die Chance, ihn für dieses Jahr zu fangen. Auch Geburtstage gibt es im Oktober wieder einige. Um genau zu sein, sind es ganze 43 Stück, bei denen unter anderem auch Kiki dabei ist, was mich mega freut. Schreibt mir gerne in die Comments, welche Bewohner bei euch diesen Monat Geburtstag haben. An saisonalen DIYs und Ressourcen gibt es in diesem Monat ausnahmsweise noch keine neuen, bis auf die Eichel- und Zapfen-Serie, die seit letztem Monat schon für uns verfügbar ist. Die nächste saisonale DIY-Serie wird es erst im November geben, welche dann die Pilz-DIY-Serie sein wird. Ein genaues Video mit allen saisonalen DIYs und Ressourcen, die es im Herbst in Animal Crossing gibt, habe ich bereits auf meinem Kanal hochgeladen. Also falls euch das interessieren sollte, schaut gerne in die Infocard, dort habe ich euch das Video nochmal verlinkt. Ansonsten hoffe ich, ihr genießt den Oktober in Animal Crossing und vor allem natürlich das neue Update und das dazugehörige Halloween-Event. Zur neuen Farming-Funktion sowie zu dem Halloween-Event wird es jeweils die Tage nochmal ein extra Video von mir geben. Also falls ihr euch für die beiden Sachen ebenfalls interessieren solltet, schaut einfach die Tage nochmal auf meinem Channel vorbei. Ansonsten hoffe ich, euch hat der kleine Monatsüberblick geholfen bzw. eventuell sogar gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 65,9% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine Livestreams mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke, somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ich live bin. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.